Oh, ich brauche heute immer noch Prezi, ne? Ohne Ende. Theoretisch. Aber ich hinke etwas von meinem Ogre. Ich will auch jetzt nicht ungeduldig werden und den kaufen, ne? Weil ich dann genau weiß, wie unglücklich mich das macht. Ich bin am Sachen testen, das bist du rauszuholen. Den Spagat zwischen Damage und Prezi. Okay. Ach, ich bin ja mal gespannt hier, wann ich hier wegkomme vom Spot. Aber habe ich das Gefühl, mein Wheel ist kaputt. Ich kann aber auch täuschen. Verändert hatten sie jetzt aber nichts, oder? Also nicht, was ich was mitbekommen hätte. Offensiver. Du hast es schon immer, also mit dem PvP, ne? Ich finde, das aber schon generell sehr offensiv gespielt. Ich spiele eher defensiv. Wenn ich halt offensiv spiele, dann ist es in der Regel so in die Menge reinrennen so und sterben. Alles fürs Team. Der 1v1 kommt für mich ein bisschen auf die Klasse an, je nachdem. Bei Range-Klasse bin ich in der Regel ein bisschen offensiver. Das geht auch von dir. Okay. Bei Range muss ich halt schnell angreifen, um hinzukommen, ne? Sonst bin ich im Arsch. Ja, aber ich glaube, dein Block hält länger als meiner, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Was hast du an HP, wenn du gebufft bist und so? Hast du das gerade aus dem Kopf? Ich bin jetzt gerade bei 5744 mit Crown Food und Villa. Nein, mein HP-Buch ist nicht fertig. Okay. Ja, ein bisschen was mehr, ne? 900.
sign. What is love? Also gerade zahlt sich mein Tentbuff nicht so wirklich aus, muss ich sagen. Da merke ich gerade was. Meinst du bei mir oder bei dir? Also bei mir auf jeden Fall noch. Wenn ich mich dann mal bereitschlage, mein HP-Buch zu machen, dann auch nochmal dadurch. Das ist fertig, ne? Das gar nicht mehr. Ich glaube echt, ich hänge gerade in der Wüste fest, weil mir irgendeine kleine Kackinsel fehlt oder so, ne? Meine ich. Aber das war das Port nach Valencia. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Vor ein paar Tagen dann ein Vanguard-Schild gebastelt. Oh, cool. Naja, du hast ja auch so nichts mehr zum Drücken, ne? Und wo muss das denn hin? Schmutz, Schmutz, Schmutz. Hab's gemacht zum Testen. Und? Besser oder eher nicht so? Kaum Unterschied. Bin mal gespannt, was sie uns beim Kalfirmball so erzählen, ne? Am 10. Bin mal gespannt. Ob sich das ein Problem hat? Okay. Was hast du denn da? Mystique? Weg? Ich rate jetzt einfach nur so, ne? Was ich mir so vorstellen könnte. Das ist nicht Corsair vielleicht? Und Ninja? Ninja habe ich gar nicht so große Probleme mit, ne? Die kann ich ganz gut mit Succession. So im Großen und Ganzen. Da gibt es natürlich auch richtig gute Ninjas, ne? Hängt mein Kopf auch im Sand, aber so im Großen und Ganzen überwiegend klappt das ganz gut. Circa Mystique, Ninja und Kuno. Nur wenn Ninjas gut sind. Zum Glück können nicht so viele Leute Ninja spielen. Ja, same. Die dann auch aus ihrem scheiß Stealth und so, ne? Damit habe ich ja gar kein Ding. Ist das Schöne bei DK mit diesen, wie nennt man das doch gleich? Wenn ich hier diese Dings-Markierung habe, wie heißt das nochmal? Mir fällt das englische Wort gerade nicht ein. Ich habe Puls, glaube ich, sehen. Ja. Ich mache da meistens linksklick und dann legen sie halt auch aus dem Stealth. Oder ich mache hier mein Dings, ne, das ja. Wobei gegen Svenny habe ich ja auch schon gespielt. Das ist immer so ein bisschen ausgeglichen. Dann gewinne ich einmal, dann gewinnt er einmal, dann gewinne ich einmal, dann gewinnt er einmal. Ziemlich ausgeglichen. Aber jetzt mit dem Gear, der hat jetzt noch ein bisschen mehr Gear, weißt du nicht? Wie das jetzt aussieht. Vielleicht gucke ich dann die Röhre. Ich weiß es nicht. Okay. Müsste man mal testen. Irgendwann mal wieder. Bei Zeit.
Ich bin ein Deutscher mit dem Dentbar. Hälfte ist rum und ist nur Schmutz gedrungen. Kommt der Boy jetzt auch mal her zu mir oder will er nur gucken? Ein komischer Betrunkener. Mal gucken, vielleicht mit so einem 20. Wenn ich es gut anstelle, könnte ich eventuell noch auf knapp 30% kommen. Wenn ich so auf 28-29% komme, wäre ich happy. Mal gucken. Ich leck ja momentan doch ein bisschen, was mein Level angeht, ehrlich gesagt. Warte, da wir ein bisschen das Level Cap erhöhen. Ach, das Ding ist, von 66 auf 67 ist eigentlich, also mittlerweile schon relativ einfach geworden. Und von 67 auf 68 ist ja genau dasselbe wie 66 auf 67. Das nimmt sich schon gar nichts mehr dann. Generell lohnt sich eigentlich nicht. Ich meine, was habe ich für mein Level Up auf 66 bekommen damals? Was waren das, 3 HP oder sowas? Oder waren es 30 HP? Echt nicht der Rede wert. Ich meine, guck mal, wir haben immer noch keine Belohnung für Level 66, ne? Und es sind schon sehr, sehr viele Leute Level 66 mittlerweile. IBF. Ja, IBF macht man ja auch ziemlich gut XP. Sage. Aber machst du Puppe mit dem oder gehst du richtig grinden? Oder auch durch IBF? Puppe. Ja, mal gucken. Ich glaube nicht so richtig dran, dass das nur beim Undergeifern-Spot bleibt mit dem guten XP. Ich würde mir wünschen, dass die Miro wieder ein bisschen höher machen, also interessanter zum Level. Dann wäre ich wahrscheinlich sofort wieder dabei. Aber so. Nee. Wenn ich an dem Punkt wäre, dass ich nichts zu tun hätte in Game, dann würde ich wahrscheinlich sogar Underground greifen gerne. Aber so. Fehlt mir die Motivation dafür.
Playtron ist Pain. Der Shift-Finger leidet extrem hart. Das sagst du gerade zu einer DK, oder was? Ich bin so DK geimpft, dass ich, egal was ich spiele, immer Shift gedrückt halte. Also mein Finger ist automatisch schon immer auf Shift, mein kleiner Finger. Da hätte ich nur die Einstellung auf Shift. Da hat noch 7% Skills. Okay. Ich schiebe meine Tastatur ein bisschen zu nah meiner Maus. Ich klatsche die ganze Zeit. Ein Gubbe-Gubbe. Wie lange geht das noch, das Event mit den Toten? Weiß das gerade jemand? Oder warte mal, steht das dabei? Bis 13. November, genau, danach verschwinden die. Das heißt, ich muss die theoretisch nachher eintauschen, sonst sind sie morgen weg, right? Nach dem Patch. Yes. Okidoki, ja. Gut, das krieg ich hin. Weiß zwar immer noch nicht, was ich mir davon hole, aber egal, ich tausche einfach ein. Dann hat morgen noch eine Woche Zeit für Season Air. Aber sollte eigentlich easy peasy sein. Eigentlich. Ja, eigentlich. Aha. Also eigentlich ist er einfach fertig. Eigentlich. Ist auch gerade Partix grinden oder was musst du? Arbeiten? Was? Das stand nicht zur Auswahl. Keiner hat was davon gesagt. Ich sag mein Chef, ich darf nicht mehr arbeiten. Genau, das ist schöne Grüße von mir. Keine Zeit, muss grinden. Das akzeptiert der bestimmt. Nennst du mich? Meine Haare sind schwer so kurz geschnitten, dass sie mir schon in den Händen fallen, ne? In den Nacken. Rack City Bitch, Rack City Bitch, 10
10, 10, 20s on your titty, bitch. 100 D, VIP, no guest list. TT dog, you don't know who you fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't sell a bitch. Nigga, Sam, too dope. Der muss dann bis 16:30, ne? Ich hab ganz entspannt. Oha, hast du eine Stunde früher feiern? Oder habe ich nur einen Knoten am Kopf? Soll ich mir das Paddock spielen? Nicht. Ach doch, das ist bestimmt vor mir. Ich habe es damals schon gesagt, als es noch ein Duo Grindspot war, dass du das vor mir haben wirst. Safe. Aber die Zimtschnecken sind gut geworden, ja. Finde ich. Finde es schon sehr pornös. Schon guter Foodporn. Kann ich so nicht bestätigen. Soll ich dir welche schicken? Aber ich weiß nicht, in welcher Qualität die dann bei dir ankommt. Vielleicht kommen sie ganz eingedrückt und vielleicht laufen sie auch schon, wenn sie bei dir sind. Ich weiß nicht.